Kiste, Kiste, Kiste. Ein besonderer Tag steht im Alters- und Pflegezentrum Waldruhe in Willisau bevor. Wegen einer Sanierung müssen 30 Bewohner in ein neues Heim zügeln. Eine von ihnen ist Elisabeth Brunn-Taylor. Die 83-Jährige lebt seit 4 Jahren in der Waldruhe. Jetzt haben wir die in einer Woche eine Zeit gehabt, die zu füllen. Die Pfleger, die haben ihm geholfen, die zusammen. Einfach verkleben hier, oder? Das Waldruhe-Team hat nach Lösungen gesucht, wie man die Bewohner während der Bauarbeiten unterbringen kann. Man hat überlegt, die alten Leute auf andere Heime zu verteilen, in Personalhäuser von Spitälern unterzubringen oder Pflegeplätze zu reduzieren. Am Schluss hat man sich für die Marienburg entschieden. Sobald wir den Entscheid hatten, war es natürlich toll. Marienburg ist das Benediktinerkloster in Wiken. 10 Schwestern leben heute noch dort. In einem separaten Trakt haben sie früher das Töchterinstitut geführt. Eine Art Internat. Eines Tages ist einfach eine Anfrage gekommen, wie wir das gesucht haben. Und dann gesagt, ja, ich glaube nicht, dass das geeignet ist. Für diesen Zweck. Und dann gesagt, ja, können wir mal schauen. Und dann ist da eine Gruppe gekommen und haben das angeschaut. Und sind überall durch und haben gesagt, mal, das wäre machbar. In Willisau ist mittlerweile Zeit fürs Morgen. Die Seniorinnen und Senioren stärken sich für den Umzug. Ums Jumme ist der schon voll in Gang. Fast 400 Kartonkisten voll Material nehmen durch Wiken ab. Morgen früh haben sie schon angefangen, im 5. Stock die Schachteln abholen. Und das alles am richtigen Ort ist, weil das ist auch noch tricky. Die roten Kisten gehen dann auf die Bühren in ein Lager, wo eingelagert werden. Also wenn irgendjemand dann gleich noch irgendetwas braucht aus einer so einer eingelagerten Kiste, dass man genau weiss, welche ist wo. Auch Möbel zum Teil, die die Leute hier haben, die sie nicht mitnehmen können. Mittlerweile ist es 10 Uhr. Um den Bewohnern und ihren Angehörigen Zeit bis zur Abreise zu verkürzen, hat das Altersheim die Clownfrau Lilly engagiert. Nach dem Mittagessen ist es dann soweit. Das heisst Abschied nehmen und einsteigen. Währenddem die 30 Waldruhe-Bewohner im Gar Platz nennt, sind Zügelmannen in Wiken die letzten Sachen am Ausräumen. Kurz darauf fahren die Bewohner ein. Das Waldruhe-Personal nimmt sie in Empfang. Elisabeth Brunn scheint ihr Zimmer schnell gefunden zu haben. Ihre Panda-Bär liegt auch schon dort. Tochter Bernadette Kiener hilft beim Einräumen. Ihren Heiland hat Elisabeth Brunn besonders gut verpackt. Mittlerweile war es 3 Uhr. In der Cafeteria sitzen die ersten Gäste. Das Personal macht den Tee für das Nachbarat. Marienburg ist ein Haus, das wieder lebt. Das würde sich Priorin Margrit auch für die Zukunft wünschen.